Wenn du in deinem Heimkino auch gerne mal Musik hörst, dann solltest du normalerweise offen für neue Musikrichtungen sein. Also Musik, die du normalerweise eher nicht unbedingt hören würdest, von deinem persönlichen Geschmack her. Einfach deshalb, weil es in sehr vielen Bereichen richtig gute Aufnahmen gibt und richtig coole Alben, die sich einfach lohnen, sie mal über eine richtig gute Anlage gehört zu haben. Wie du dabei am allerschnellsten in ein neues Album reinkommst und generell in eine neue Musikrichtung, das verrate ich dir in diesem Video. Wenn du gerne Musik hörst, dann weißt du wahrscheinlich, dass es dabei zwei wesentliche Aspekte gibt. Das eine ist der rein technische Aspekt. Das heißt, wie klingt das Ganze? Ist die Aufnahme richtig gut oder nicht so? Wie klingt das Ganze über die Anlage, über die du das wiedergibst? Und viele Leute beziehen jetzt ihren Spaß rein aus diesem Aspekt. Der andere Aspekt ist aber logischerweise der emotionale. Das heißt, gefällt dir überhaupt die Musik, die du da hörst? Oder ist das eher so eine Musikrichtung, mit der du normalerweise nicht so viel anfangen kannst? Was passiert jetzt, wenn mal wieder das nächste große Album auf den Markt kommt, mit dem ultimativen Dolby Atmos Mix oder mit einer richtig guten Auro 3D Abmischung? Und alle empfehlen das, du willst das eigentlich hören, aber du bist dir nicht so richtig sicher, ob das deine Musik ist, mit der du dich anfreunden kannst. Da gibt es einen relativ einfachen Trick, wie du in sowas schnell reinkommst und wesentlich mehr Spaß aus diesem Musikhören im Mehrkanalsystem rausziehen wirst. Das erste, was du logischerweise machen solltest, ist dir die Blu-ray, auf der diese Musik verfügbar ist, zu holen. Ganz klar. Wenn du Glück hast, ist noch eine CD mit dabei, mit einem normalen Stereo-Mix. Ansonsten findest du aber das Album sehr wahrscheinlich auch über irgendeinen Musikstreaming-Dienst, den du sowieso schon abonniert hast. Was du dann machst, ist, du hörst dieses Album ein paar Mal in Schleife durch. Und das muss nicht auf deiner Anlage sein, mit der du das dann eigentlich auch im Mehrkanalton hören willst, sondern das kann überall sein. Entweder beim Kochen auf dem Küchenradio oder über Kopfhörer, wenn du irgendwo im Zug unterwegs bist. Das kann im Autoradio sein, das kann nebenher bei der Arbeit sein, ist völlig egal. Du hörst einfach dieses Album ein paar Mal an und du hörst es immer wieder komplett in Endlosschleife durch. Und dann wirst du merken, ungefähr so nach dem fünften Mal, dass die Titel anfangen, dir bekannt vorzukommen. Da gibt es gewisse Stellen, die du immer wieder erkennst und wo du auch schon so ein bisschen merkst, das könnte mir gefallen hier. Wenn du 10-mal das Ganze gehört hast, dann wird das Ganze immer klarer. Du fängst dann irgendwann an zu erkennen, wie es weitergeht. Das heißt, wenn ein Titel zu Ende ist, dann weißt du schon, wie der nächste jetzt gleich anfangen wird. Und so kommst du immer weiter in dieses Album rein und in diese Musik. Und erst wenn du an dem Punkt angekommen bist, wenn du das Album schon 10 oder 15 Mal gehört hast, dann gehst du damit in dein Heimkino oder in dein Mehrkanalsystem und legst die Dolby Atmos Mischung oder die Auro 3D Mischung davon rein. Was dann passieren wird, ist, dass du wesentlich mehr Spaß beim Hören der Musik hast, weil du schon genau weißt, welche Lieder kommen, wie das Ganze klingt, weil du genau weißt, da am Anfang ist ein Lied, das hat mir besonders gut gefallen und gegen Ende kommt auch nochmal eins, was so richtig gut war. Und dann wirst du das Ganze plötzlich in einer ganz neuen Dimension hören und wirst wesentlich mehr Spaß dabei haben. Ich gebe dir noch einen ganz konkreten Tipp mit, wo du das mal ausprobieren kannst, nämlich das Album Point von Yellow. Dieses Album in der Dolby Atmos Edition ist so ziemlich das coolste wahrscheinlich, was du an Dolby Atmos im Moment hören kannst. Viele sagen, es ist eigentlich viel mehr eine Dolby Atmos Demo-Disc. Und es ist einfach der absolute Hammer, wie die einzelnen Elemente der Musik in diesem Album um dich herumfliegen, über deinen Kopf hinwegfliegen. Macht tierisch Spaß, dazu zu hören. Aber du musst eben mit der Musikrichtung auch so ein bisschen klarkommen. Und wenn elektronische Musik nicht unbedingt deine Nummer eins ist, dann hast du hier die Chance, das Gelernte aus dem Video darauf mal 1:1 anzuwenden. Einfach das Album ungefähr 10-mal durchhören, egal in welcher Situation, und erst dann die Dolby Atmos Edition einlegen von Blu-ray und dann wirst du richtig Spaß damit haben. Musik.